Einmal noch hat der Eremit aus Charlottenburg einen großen öffentlichen Auftritt. Es ist sein 60. Geburtstag. Neuss ist in die SFB-Talkshow Leute eingeladen. Ich habe heute ein Schattenkabinett im Mund. Das gibt's doch. Nur noch ein Telegramm von, weil das so ein guter Text ist. Sie dürfen ich zum Haschisch sagen. Telegramm vom regierenden Bürgermeister. Im Übrigen sind wir uns einig, auf deutschem Boden darf nie wieder ein Joint ausgehen. Das ist. Hast du einen anderen Text? Ich habe einen anderen Text, ja. Leider. Wieder einmal ignoriert er alle Regeln und mischt sich ein, als sein Auftritt eigentlich schon vorbei ist. Ritchie, da würde ich doch empfehlen, den Bruder mal öffentlich zu umarmen. Warum? Das ist der eigentliche Intellektuelle in der Familie, das wissen wir doch. Da haben Sie recht. Ja? Ich habe gerade schon zu Frau Marx gesagt, ich bin ja gar kein Intellektueller, habe ich auch nie behauptet. Das weiß ich ja, aber wir wollen doch. Ich meine, ich habe das nicht so gemeint, wie ich das eben gesagt habe. Ich fasse es ja auch nicht als Beleidigung auf, wenn man dir sagt. Außerdem, Herr Regierender Bürgermeister, du eigentlich Mikrofon wollen. Darf ich mal ein bisschen näher treten? Oder? Neuss kommt zurück und übernimmt die Sendung. Der Stern spricht vom Fernsehereignis des Jahres. Und ihr Bruder weiß einfach mehr. Der war am Max-Planck-Institut. Der weiß einfach mehr und sagt einfach nicht alles. Und denkt immer, was macht der Richard? Ich weiß doch einfach mehr.